Bei der diesjährigen Ferienaktion für Tschernobyl-Kinder ist Halbzeit. Von Anfang an beteiligt sich auch der Flieger Horst Diepholz an der Ferienaktion. Die Gäste wurden an der Hauptwache empfangen. Der Besuch bei der dortigen Feuerwehr war besonders aufregend. Im Anschluss wartete im Casino eine Stärkung auf die 25 Kinder und ihre Betreuer. Danach stand Bingo auf dem Programm, wie schon vor 20 Jahren. Ja, wir haben in diesem Jahr das 20. Jubiläum, 20 Jahre Tschernobyl-Kinder im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz gefeiert. Wir danken nochmal allen Gasteltern, allen Vereinen. Wir sind hier heute bei der Bundeswehr, also der Bundeswehr, für ihr Engagement. Wir haben gesehen, mit wie viel Freude die Kinder hier an dem Programm teilnehmen und hoffen, das auch in den nächsten Jahren weiter fortzusetzen. 45. Am 27. Juni kehrt die Gruppe in ihre weißrussische Heimat zurück. Dort leiden immer noch viele Menschen, vor allem Kinder, an den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe vor 26 Jahren.